Ja, neues Video. Heute wieder mit Jojo unterwegs. Diesmal in Heilbronn. Wir fahren uns jetzt erstmal ein, zwei Runden warm und dann nehmen wir euch mit auf die Hauptline. Und ansonsten viel Spaß beim Video. Bevor es losgeht mit dem Trail, wollte ich noch mal kurz zeigen, wo wir heute sind. Und zwar in Heilbronn auf der DAV-Vereinsstrecke. Das heißt, wenn man hier fahren will, sollte man auch dem Verein beitreten. Dass hier nicht nur gefahren wird, sondern auch bei den Arbeitseinsätzen ein bisschen geholfen wird. Die Strecken müssen noch irgendwie in Stand gehalten werden. Wenn jeder nur fahren will, funktioniert das nicht. Also Mitglied werden, dann hat man auch den Haftungsausschluss unterschrieben und dann kann nichts passieren. Und dann wünsche ich jetzt viel Spaß bei der ersten Fahrt. Wir fahren jetzt aber die linke Line, wo ein bisschen leichter ist, wo eher für Anfänger geeignet ist. Aber da muss man trotzdem aufpassen. Die Absprünge sind auch ein bisschen steil geshaped. Und wenn man dann ein bisschen schneller ankommt, fliegt man auch gerne mal zu weit. Aber seht ihr jetzt dann. Ja. Sollen wir direkt machen? Ich glaube, ich lasse die erste Runde aus. Fahr dann den Drop und dann die Tables. Ich weiß jetzt schon wieder nicht mehr, was nach dem Sprung hier so. Ja, deswegen sage ich. Also nach dem kommen rechts dann die drei Drops. Dann kommt Kurve, 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 die drei Tables. Ja, der letzte Table ist der am Trinken. Größer. Genau. Und da würde ich dann anhalten nach dem. Ja, dann können wir den eigentlich schon mitnehmen. Ja, gut, dann fahren wir halt. Soll ich vorfahren? Ich muss dich ja filmen. Ich habe keine Wahl. Also dann kriege ich bei jedem einen Kick ab. Ich war auch darauf vorbereitet, aber trotzdem. Ja, wir schauen uns jetzt den unteren Teil nochmal an von der Jumpline, weil wir nicht direkt blind machen wollen. Ich rede mit der Kamera, alles gut. Ja, der ist schon auch nicht weit, finde ich. Nee, die sind alle. Ich will halt auch nicht overshooten. Wobei, wenn du die Ding springst, die Hip, und dann der Absprung ist ja auch hoch, also ich glaube, dass du nicht... Bis zu dem Holz, den kommst du. Ja, das denke ich auch. Der nächste ist chillig, glaube ich. Also ich glaube, den kann man ganz gut einschätzen. Und dann aber der danach, der ist... Der darf auch nicht schnell sein. Nee. Aber bei dem danach halt noch viel weniger. Der nächste ist kürzer und es hat einen fetteren Absprung, aber... Das ist immer eine gute Kombi. Ja. Also, dann sehen wir uns oben. Experts only, sind wir natürlich. Jetzt fährt mir Jojo wieder hinterher. Wir fahren nochmal die rechte Line mit ein bisschen größeren Sprüngen bis ganz runter. Und dann seht ihr noch ein paar Videos von außen, denke ich.
fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they... Da gibt es noch so einen Geschicklichkeitsparcours, wo man so ein bisschen die Bike-Skills testen kann. Ein bisschen balancieren oder auch am Baum abschlitzen. Und da hinten hat es auch eine Wippe. Und Jojo versucht es hier mal und wenn er dann durch ist, probiere es ich mal. Oh. Ganz sauber. Muss immer schauen, dass man mit dem Vorderrad immer die äußere Leine nimmt, dass das Hinterrad dann auf der inneren folgen kann. Ja. Ich hab mich so erschrocken. Bisschen das Gleichgewicht verloren und dann ist es gleich vorbei. Also jetzt geht's zur letzten Abfahrt. Jojo fährt nochmal vor, ich hinterher mit der Kamera und dann sehen wir uns unten wieder. Nach dem Video kann ich auf jeden Fall wieder Outtakes machen. Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a fucking name, I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain. I just wanna be greatness. Jimmy, hattest du einen Hängervertrag auf der Runde, oder? Ich? Ja. Aber? Wo denn? Überall? Aber. Gab's eigentlich keine längeren Ventile? Ich hab's doch schon gesagt, dass ich zu lange gekauft habe. Was bei Forged Carbon halt, glaube ich, besser ist, ist Belastung in alle möglichen Richtungen. Bei der Hebel ja wahrscheinlich nicht so, ist schon recht vorhersehbar, wie er belastet wird. Wahrscheinlich genau richtig auslegen, wenn du es richtig berechnest und sowas, dass der sehr steif ist mit gelegten Bahnen. Aber... Also, bei 10.000 Likes machen Jojo und ich Forged Carbon Hebel. Spaß, 20.000.